So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir wollen heute wieder Getränke testen mit diesen Berliner Luftgläschen. Einzeln und dann am Ende alle Sorten zusammen in diesem auf die dicken Bierglas. Wir haben heute San Pellegrino. Guckt euch das mal an. Das sind alles San Pellegrino Sorten. Die muss ich jetzt mal hier fürs Thumbnail muss ich die hochhalten, alle dann mal vorlesen, alle dann mal zeigen, wie die aussehen. Hab das extra heute mal hier auf so ein Brettchen, dass wir das alles sehen. Das sind alle San Pellegrino Sorten. Da müsste irgendwas fürs Thumbnail dabei sein, total bescheuert. So, wir haben als erstes jetzt, das sind Naturally Sorten. 4 Stück und 2 Stück sind auch San Pellegrino Creazioni. Das werden wir euch jetzt alles zeigen. Wir fangen mal ganz normal an in den Mitten. Wir haben hier San Pellegrino Naturally Aranciata. Das dürfte also einfach kohlensäurehaltiges Orangenfruchtsaftgetränk sein. Aranciata. Das ist Aranciata. Mach mal auf. Alles 100% natürliche Zutaten aus italienischen Orangen. Dal 1932 Italian Sparkling Drinks. Wir schenken ein Gläschen hier von diesem orangensafthaltigen Getränk mit 16% Orange. Schmeckt verdammt fruchtig. Aber nicht zu süß, richtig natürlich. San Pellegrino ist einfach eine richtig gute Marke. Wenn ihr was Erfrischendes zu trinken mag, ist auch ein bisschen bitter. Ganz kleines bisschen eine bittere Note ist dabei. Deswegen gehen wir gleich von Aranciata dazu Limonata. Das ist die gelbe Variante und das ist kohlensäurehaltiges Zitronenfruchtsaftgetränk, auch mit 16%, aber statt Orange eben Zitrone. Wenn das eben schon bitter war, ist das bestimmt jetzt hier sauer. Hat auf jeden Fall auch richtig natürliche Farben. Wir stellen es auch wieder zurück. Guckt euch die Farbe an. Eine natürliche Farbe von Limonata. Ah. Vergesst mal alle Zitronenlimonaden, die ihr kennt, die einfach nur komplett weiß, also durchsichtig sind. Das ist hier richtig so trüb. Das schmeckt wirklich wie Zitronat. Aber trinkbar. Zitronat ätzt ja einfach nur alles weg. Das ist irgendwie trotzdem trinkbar und mega interessant. Wir haben als nächstes, oh, jetzt muss ich aufpassen, wir haben Naturally San Pellegrino Aranciata Rossa. Also wieder Orange, aber Rosa, das ist nämlich kohlensäurehaltiges Orangenfruchtsaftgetränk mit 10% Orangen und 5% Blutorangen insgesamt. Also nur 15% Fruchtanteil statt 16%, aber halt Orange und Blutorange. Deswegen ist das Ganze auch rot, sieht immer noch richtig toll aus. Ne? Ich glaube, die drei habe ich auch an sich schon mal probiert. Schmeckt irgendwie ganz leicht wie so eine besondere Capri-Sonnensorte. Nachdem das erste zu bitter war, das andere zu sauer, ist das bis jetzt meine Lieblingssorte, Aranciata Rossa. Schmeckt aber auf jeden Fall auch frisch, schmeckt auf jeden Fall auch fruchtig. Jetzt haben wir die nächste Naturali-Sorte mit Limone und Menta. Das ist eine grüne Dose, hier steht wieder drauf Zitronenfruchtsaftgetränk mit 16% Zitrone und Pfefferminz auf Guss. Also Zitrone mit Minze. Schmeißen wir wieder rein, hat dieselbe Färbung wie die Zitrone. Der Minz auf Guss hat nichts gemacht an der Färbung. Grüne Dose, das passt perfekt. Orange, Blutorange, Zitrone, Zitrone, Minze. Weg. Schmeckt wie 4-Bro Chill Mint, ein bisschen.
Aber irgendwie knallt die Zitrone noch mehr rein. Aber ihr merkt auch ganz deutlich diese Pfefferminznote, diesen zarten Aufguss, der da drinnen steckt. Finde ich auch gut. Aber wenn ihr alles zusammentrinkt, ist es einfach extrem säuerlich. Dann gehen wir mal kurz hier rüber, denn hier steht jetzt kalorienarm mit drauf. Bei den anderen stand nirgendwo kalorienarm. Hier steht kalorienarm mit Fruchtsaft San Pellegrino Creazioni. Weil wir kommen jetzt zu den Kreationen. Granatapfel und schwarze Johannisbeer. 3% Granatapfelsaft, 3% schwarzer Johannisbeersaft. Bin ich mal gespannt. Die Creazioni kenne ich noch nicht. Das ist bestimmt wie die Dose jetzt so richtig schön lila. Riecht auf jeden Fall richtig genial. Kennt ihr die Kreationer? Schenkt mal uns auch hier ein. Gucken wir uns hier das Gläschen an. Nehmen da mal ein Neppes. Ah. Nee. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Das passt überhaupt gar nicht zu den anderen Sorten. Das ist wirklich einfach nur wie Wasser. Und ganz hinten hast du... Kommt so ein bisschen Geschmack hinterher, der eigentlich sich vermischen soll mit dem Wasser, aber irgendwie hast du das nicht, das harmoniert nicht zusammen, das fusioniert sich nicht. Bei den anderen hast du das, da hast du wirklich präsent, während du trinkst, die ganze Zeit diesen Geschmack. Hier hast du nichts und dann kommt was hinterher, aber eigentlich denkst du, du trinkst einfach nur irgendein Leitungswasser und dann irgendeinen Schluck Sirup hinterher. Ganz am Ende. Irgendwie ist das getrennt in dieser Dose, verstehe ich nicht, aber gut. Das sind ja insgesamt auch nur 6% Saft sozusagen, während die anderen da immer mit 16% aufgeschlagen sind. Wir haben aber noch eines, wir haben noch eine San Pellegrino Creazioni mit Clementine Pfirsich, was wahrscheinlich jetzt genauso wird. Also 4% Clementinsaft. 4% Pfirsichsaft, sind wir immerhin schon bei 8% statt bei 6%. Ich habe aber die Befürchtung, dass das auch die Creazioni so schmeckt wie das andere, eben hauptsächlich irgendwie einfach nur wässrig, Wasser mit bisschen Frucht hinterher. Nee, also die Creazioni sind nichts für mich. Ich schwöre auf die Naturali, ne? Sorten, da eben am besten für mich Aranciata Rossa oder Limone Menta. Jetzt versuchen wir mal, wenn wir alle zusammen mischen, erstmal die zwei Ekelsorten zuerst. Einfach so gekreuzt hier in dieses Glas. Dann die zwei Orangensorten, Blutorange und normale Orange. Und wir schließen das Ganze ab mit Zitrone und Zitronenminze. So, meine Damen und Herren, das schiebt man mal jetzt bis hierhin da. Dann nehmen wir jetzt mal die Kamera aber wieder hier vor. Das ist das Glas, was jetzt übrig geblieben ist, abgefüllt. San Pellegrino, Clementine, Pfirsich, Orange, Zitrone, Blutorange, Minze mit schwarze Johannisbeer, Granatapfel. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Kennt ihr die San Pellegrino Limonaden? Frisch gepresst und natürlich die Naturali oder kennt ihr auch diese Creazioni? Kann ich nicht empfehlen, die anderen schon. Was ist eure Lieblingssorte oder kennt ihr Sorten, die es noch gibt, die ich jetzt hier gar nicht habe? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.